Herzlich willkommen zurück in Liberty City, herzlich willkommen zurück bei GTA 3 und herzlich willkommen in einem neuen Spielstand. Ich musste leider alles nochmal neu spielen, weil ich Probleme mit meinem Spiel hatte und dabei meinen Spielstand auszusehen gelöscht habe. Aber zum Glück haben wir ja noch nicht so viel, so extrem viel in dem Spiel gemacht. Von daher ließ sich das relativ gut wieder nachspielen und ich meine, im Prinzip ist nur eines anders, nämlich der Kontostand. Der ist jetzt sogar ein ganzes Stück höher als vorher. Ich weiß nicht, wo die zusätzlichen 40.000 Dollar hergekommen sind. Aber ich nehme sie gern. Also ich kann auch mit knapp 300.000 Dollar gut leben. Im Gegensatz zu knapp 250.000, wie es vorher war. Oder waren es gut für's? Ach, egal. Jedenfalls ein bisschen mehr als vorher. Ja, ansonsten spielstandmäßig sollte jetzt alles wieder von den Missionen her auf dem gleichen Stand wie vorher sein. Und ich würde sagen, damit stürzen wir uns direkt mal zu Salvatore rein. Wir haben verdammt gute Arbeit geleistet für die Mafia-Familie, für die Leone-Familie. Und ich glaube, da sollte jemand sehr stolz auf uns sein. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir jetzt mal einen richtig fetten Auftrag kriegen. Also ich meine, wir haben ja gezeigt, dass wir was können. Dann sollten wir auch mal so einen richtigen Auftrag kriegen, oder? Der Bombenanschlag, Teil 1. These Colombian bastards out, but while we're at war with the triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Das klingt auf jeden Fall nach einem ordentlichen Auftrag. Ich glaube, das wird so ziemlich unser Master Mission. Was ist denn mit meiner Maus gerade? Ah, jetzt will sie wieder. Okay. Da werden wir, glaube ich, gut was zu tun haben, wenn wir das Ding irgendwie hochjagen wollen. Aber schauen wir doch mal, wir können wieder mit 8-Ball zusammenarbeiten. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Den haben wir tatsächlich seit der Anfangsmission nicht mehr gesehen. Und ehrlich gesagt dachte ich eigentlich auch, dass wir den im ganzen Spiel nicht nochmal sehen, aber offenbar dann doch. Schauen wir doch mal, ob es seinen Händen mittlerweile ein bisschen besser geht. Er hat ein bisschen Zeit gehabt, sich zu regenerieren. Achso, eine Sache fällt mir gerade noch ein, muss ich noch erwähnen. Ich musste ein bisschen rumpatchen an meinem Spiel, weil ich wie gesagt Probleme hatte und einen OCD-Crack mit einbauen, denn letztendlich schien das Problem daran zu liegen, dass die CD nicht mehr richtig gelesen werden wollte. Und dadurch ist jetzt auch ein Blood-Patch mit reingekommen. Also es wird jetzt wahrscheinlicherweise etwas blutiger werden als vorher. Schauen wir mal, ob sich das groß im Spiel auswirkt. Mal sehen. Jetzt erstmal 8-Ball Hallo sagen. Hi Kumpel! Der Bombenanschlag, Teil 2. Yo, my man! Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. 100,000! But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Da ist aber jemand raffgierig, Mensch. 100,000, Alter! Aber gut, das haben wir ja. Das kriegen wir locker zusammen. Kein Problem. Hier, kannst du haben. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Klar doch, gern. Sind die Pfötchen immer noch kaputt, ja? Solltest mal einen ordentlichen Arzt aufsuchen. Okay, jetzt muss ich bloß mal schauen. Ich hatte mir das, glaube ich, zurechtgelegt. Ja, gut, okay. Ich hatte mir das aufs Mausrad mitgelegt, das rein- und rauszoomen, von daher passt das soweit. Ansonsten hätte ich jetzt, glaube ich, erstmal schauen müssen, ob das irgendwie gut funktioniert. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Schiffe sind immer da, wo der Hafen ist. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Haben wir bei Asterix erobert Rom gelernt. Beim Haus das Verrückte macht mit dem Passierschein A38. Ach ja, fangen die bei der Hafenkommandantur. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. So, schauen wir doch mal, wie die Mission jetzt genau aussieht. Ich glaube, wir werden ordentlich was zu feuern haben, oder? Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Okay. Da springen schon einige auf dem Schiff rum.
Ich glaube, wir werden gut zu tun haben. Müssen wir mal schauen, wo genau wir am besten den Anfang machen. Also wahrscheinlicherweise am Eingang, oder? Ich sehe rote Fässer, das könnte ganz nützlich sein. Ich glaube, wir sollten erstmal zusehen, dass wir irgendeinen Ort finden, von dem aus wir schießen können. Gibt es hier irgendwas? Also auf so einen Kran wäre ja eigentlich am geilsten, aber... Das könnte vielleicht... Moment, das schauen wir uns mal an. Mal die Feuerleiter hoch, mal sehen, ob das ganz gut passt. Ja, Kamera. Ja. So, wir könnten noch höher aufs Dach theoretisch. Aber eigentlich reicht es von hier aus schon, oder? Wollen wir noch aufs... Lass mal aufs Dach gehen. Mal sehen, wie es von da aus aussieht. Na. Ja, das sieht doch nach einem wunderschönen Überblick aus von hier oben. So, wir machen mal ein bisschen probemäßig. 8-Ball wartet ja, bis wir geschossen haben. Da drüben ist keiner. Okay. Ich glaube, die sollten wir eigentlich... Na komm, jetzt mach mit, Maus. Hallo. Irgendwas klemmt gerade bei mir. An der... Maus? Maus? Meine rechte Maustaste scheint zu klemmen. Das ist ja geil. Das brauche ich gerade gar nicht, muss ich sagen. So, neuer Versuch. Das gibt's doch gar nicht. Willst du mich verarschen? Maus? So, aber besser jetzt als dann, wenn es im Gedränge ist. Dann wird es nämlich scheiße. Okay, klappt soweit. Sollten alle gut zu erwischen sein. Na dann legen wir mal los und nehmen den Finger gar nicht mehr runter von der rechten Maustaste, bevor jetzt nochmal solche Probleme auftreten. Zack. Ei, der Witzka, das spritzt aber schön. So, einmal in den Rücken. Holla, da hat aber jemanden gerade ordentlich der Kopf geblutet. Nur nicht den Kopf verlieren, nicht wahr? So, du bist zwar noch nicht beteiligt, aber du kommst da garantiert gleich noch mit dazu hier. Das spritzt gut. Okay. Da habe ich gar keine Fässer gebraucht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Kollege? Ja, ich glaube, das passt soweit. Dann walte mal deines Amtes. Und sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Oh, ich glaube, du solltest dich beeilen. Wie ein Spielzeugboot. Wunderschön. Und weg war die Hütte. Meine Güte, wie tief ist denn das Becken? Job erledigt. $150.000 für uns ohne Siegestusch diesmal. Okay. Wir haben es geschafft. Und 8-Ball scheint sich direkt verkrochen zu haben. Ist immer schön. Er sieht aus wie so eine Ente, oder? Wenn er die Hände so wegspreizt beim Laufen. Übrigens, kleiner Tipp, mein kleiner Bombenfreund. Es gibt Zeitzünder. Das hätte dir vielleicht geholfen. Da hättest du nicht so dein Leben aufs Spiel setzen müssen. Nun gut, ich glaube, den Einfluss des Kartells auf Portland, den haben wir vorerst gestoppt. Und da sollte uns jemand jetzt verdammt dankbar sein, denn wir haben da richtig gute Arbeit geleistet zusammen mit 8-Ball. Das lief doch richtig super, oder? Wow. Gut, dass die Kiste nicht abdriftet. Ach. Komme ich eigentlich hier hinten lang? Das probieren wir gleich mal aus. Ja, sieht gut aus. Also das Kartell haben wir soweit besiegt. Dann kann sich die Mafia jetzt eigentlich auf die... Wow! Auf die Triaden konzentrieren. Das war jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Heilige Scheiße, das ging weit runter. Ich hoffe, wir kommen ja auch wieder hoch. Landschaftstechnisch ziemlich schön hier unten, muss ich mal so feststellen. Na gut, machen wir es wieder auf dem Weg nach oben. Gut, wir können ja wieder langlaufen.
Ja, mal schauen. Also, was könnte jetzt kommen von Salvatore? Noch ein großer Auftrag gegen die Triaden vielleicht? Oder... Ich meine, wir sollten ja irgendwas kriegen, was uns ordentlich Geld verschafft, ne? Wir haben uns ja jetzt schon zum Schiffeversenker mittlerweile hochgearbeitet. Also mittlerweile haben wir ja schon richtig was erledigt. Dann sollten wir jetzt nach Möglichkeit doch gleich so weitermachen und die nächsten Fraktionen ausschalten, oder? Der letzte Wunsch. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind, and it proved a little, messy. Take it to the crusher before the cops find it. Echt jetzt? Das klingt aber sehr merkwürdig. Erstens, dass wir jetzt den letzten Job haben, bevor wir alle feiern können und es jetzt der letzte große Wunsch ist, weil es gibt immer irgendwas zu tun, wenn du dein kriminelles Imperium aufrechterhalten willst. Und zweitens, dass wir so einen Lowlifer-Job jetzt erledigen sollen. Ich meine, das haben wir schon ein paar Mal gemacht und das war noch zu Zeiten, als wir ein Niemand waren. Sollte das nicht vielleicht jemand anders erledigen? Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Na gut, schauen wir mal. Ich meine, so eine Kiste ansacken und dann zur Presse bringen. Chimera, das mit dem Wagen ist da eine Falle. Na, wer hätte das gedacht? Kommt zu dem Steg südlich der Callahan Bridge. Geht klar. Tja. Das hätte nach hinten losgehen können. Gut, dass Maria uns Bescheid gesagt hat, würde ich sagen, ne? Salvatore, du kleines, mieses Arschloch. Da erledigen wir hier die übelsten Jobs für den und sind wir da vor allem auch wirklich zuverlässig. Wir sind ja echt ein zuverlässiger Arbeiter, der nie das Maul aufmacht und irgendwie sich beschwert oder so. Weil wir können uns nicht beschweren, wir sind stumm. Und dann sowas? Womit haben wir das denn verdient? Und vor allen Dingen, was hast du denn für eine Personalpolitik? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, Mensch. Naja, schauen wir mal, wie sie darauf gekommen ist und wie sie uns helfen kann. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. Na, klasse. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man on the Mafia turf and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's so good. She's someone we can trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Na, große Klasse. Ganz wunderbar. Wir sind also auf der Abschlussliste von Salvatore gelandet, weil die quatschfreudige Maria einfach nicht die Fresse halten konnte letztendlich und irgendwelche komischen Geschichten in die Welt setzt, die noch nicht mal stimmen. Ich meine, wir sind einmal mit der Frau zu einem Club hingefahren, weil Salvatore es uns gesagt hat. Haben nicht mit ihr geredet und gar nichts. Was soll das so sein? Das sieht irgendwie komisch aus. Also, wir haben ja nicht mit ihr geredet, weil wir können nicht reden. Und haben sie einfach bloß zu diesem scheiß Club gefahren und sie gleich so: Oh, er ist mein großer Liebhaber, wir verstehen uns so gut. Und erzählt das natürlich auch noch Salvatore. Und wir sind am Arsch, wegen ihr. Ganz große Klasse. Das hat sie super eingebrockt. Naja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu flüchten. Schließlich sind wir auf der Abschlussliste. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Hm. 20.000 für was auch immer, von wem auch immer? Wunderbar. Meintest du jetzt mit, and we can have a little chat, tatsächlich, dass wir uns unterhalten? Oder meintest du andere Dinge? Ich bin mir da jetzt bei der Frau nicht so ganz sicher, muss ich zugeben.
Tja, wir haben eine neue Insel erreicht. Das müssen wir auf jeden Fall mal festhalten. Portland liegt jetzt hinter uns. Tja, und ich glaube, die Aufträge für die Mafia, die sind längste Zeit gewesen. Also da können wir nicht mehr hin zurück. Zahle Bestpreise für Neu- und Gebrauchtwagen. Aha, schön. Bring sie zum Kran im Nordosten von Portland. Von Portland habe. Okay, wunderschön, interessiert mich nicht. Ich glaube, wir haben genug Geld. Und wir haben gerade andere Probleme vor allem. Denn wir können nicht mehr da drüben hin zurück, denn die Mafia hätte es jetzt wahrscheinlich auf uns abgesehen. Und wir können ja nicht mal zu Salvatore gehen und sagen, hey du, das war ein Missverständnis. Erstens, weil er uns nicht zuhören würde. Und zweitens, weil wir nicht reden können. Gottverdammt nochmal. Es ist wieder mal ein großes Problem. Tja, und so sind wir am Arsch wegen eines ziemlich großen Missverständnisses, an dem Maria schuld ist. Wobei ich mir bei der Frau nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich ein Missverständnis ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass sie ziemlich manipulativ ist. Ja, und so müssen wir uns wohl nach neuen Ufern umsehen und schauen, dass wir hier irgendwie einen Fuß reinkriegen. Oder wir sorgen dafür, dass uns nicht länger Gefahr droht. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir doch mal, was Azuka uns anzubieten hat.